Willkommen zu der wohl letzten Folge erstmal. Willkommen auf unserer kleinen, feinen Eigenplantage. Und was haben wir hier? Noch nicht wirklich was. Ich habe euch versprochen, wir bauen eine Stadt. Wir haben ganz viele Schamanen. Wir haben ein zweites Stadtzentrum. Steinmetzmühle Eigenfarmen. Ein zweites Stadtzentrum. Beziehungsweise wir haben ein Stadtzentrum. Okay, Problem Nummer 1. Wir können die Bäume nicht platt machen, denn dann haben wir Probleme mit unseren nächsten Sägewerken, weil es gibt hier nirgendwo außenrum viele Bäume. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir könnten hier ein Stadtzentrum irgendwo hinbauen. Da passen nur nicht sonderlich viele Häuser außenrum. Wir könnten hier irgendwo ein Stadtzentrum bauen. Wie breit ist denn, sind denn diese Häuserchen? Hier an die Schrägen passen halt keine Häuser. Das wäre wieder verschenkter Platz eigentlich. Ich müsste hier so ein Plateau bauen können. Dann wäre es relativ cool. Und hier müssen wir Gold und so bauen. Das heißt, rein hypothetisch wäre ein Stadtzentrum an so einem Ort hier schon besser. In so einem kleinen Tälchen. Hier. So. Stadtzentrum errichtet. Aber warte mal, ein Haus kriegt für jedes Stadtzentrum 6 Punkte zusätzlich. Wartet mal. Und das kriegt für jeden Fischer Steinmetzmühle Eigenfarm. Okay, also erstes Stadtzentrum, das war schon richtig gebaut, okay. So. Du, für jeden Schaman kriegt er aber auch echt viele fette Punkte. Für jeden Schamanen. Schamanen, wir wollen jetzt mal ein paar Schamanen. Course I can. Okay, der wäre dämlich, aber hier vielleicht irgendwo einen. Was darf man denn nicht in den Schamanen bauen? Steinmetz, Stadtzentrum, ja, okay. Gibt es sehr viele Blumen, sehr viele Blumen. So. Bauen wir doch schon mal ein. So, die Villa kriegt für jeden Brunnen, Markt, Park, Turm, Villa. Und das kriegt je für jedes Turm, Haus, Park. Ist also eigentlich egal. Dann wollen wir hier erstmal. Und weiter geht's. So, wollen wir Fischer? Die sind ja relativ Stadtzentrum, Lager, Stadt, Hütte, Eigenplantagen. Das ist relativ cool. Oder wollen wir gleich einen Brunnen? Dann könnten wir uns den Platz dafür blocken. Nee, erstmal ein Fischer. Kommt schon, erstmal ein Fischer. Den
Den könnte man dann hier hinsetzen, den können wir uns ein bisschen aufheben. Wir wollen jetzt erstmal noch ein paar Holzfäller. Und ja, ich weiß, ich habe noch keine Sägewerke gebaut, aber die bringen dann ja auch schon ordentlich Punkte, wie ihr seht. Richtig ordentlich Punkte. Oh, 28. Ich gucke gerade, was hier so Maximum ist, was ich noch rausholen kann. Hier in der Ecke. 10. Hier gar nichts. Auch unsere Stadtleute unterhalten sich. 10. Dann bauen wir mal hier hin. So. Brauerei, Sägewerke. Weiter die Stadt. Wir lassen hier einfach ein Stück frei für den Brunnen. Oder so, dass noch ein. Ich probiere nur kurz, dass der Abstand stimmt. So. Neun, neun. Acht. Zehn. Wir müssen ja noch irgendwie Punkte kriegen. Ah, Joscha kommt nach Hause. Der Joscha kommt nach Hause. Der wird jetzt hier ganz, ganz viel Krach machen. Ich mach keinen Krach. Doch, du machst Krach. Du machst Krach. Wir hören dich auf jeden Fall. Ihr macht Krach. Wir machen gar keinen Krach, oder Leute? Wir sind ganz gechillt. Dieses Spiel ist so ruhig und chillig. Das ist wie der aussieht. Löcher in der Hose. So. Ach. Ja, schon, wir brauchen jetzt Brunnen hier. Ja, bau doch mal einen. Ja, bau du doch mal einen Brunnen. Guck mal, der passt hier perfekt rein. Sag mal nicht, dass ich das nicht total gut konstruiert habe. Hallo. Hallo. 3555 Punkte. Ja, gut, ne? Hier, streng dich mal an. Hier. Das ist schon voll viel. Welche Folge sind wir jetzt gerade? Keine Ahnung. Wie viel hatte ich vorher aufgenommen? 5, 6 ist es dann, die letzte. Die letzte Folge. Eigentlich wollte ich ja so lange spielen, bis ich tot gehe, aber ich glaube, ich gehe so schnell nicht. Machst du die Insel noch fertig? Nee, sonst bräuchte ich nochmal 5 Folgen. Hörst du die paar Punkte, ne? Ja, das dauert ja. Echt? Was geht noch? Ja, achso, die habe ich ja gleich. Das geht dann immer weiter. Es geht immer weiter, immer weiter, so. Immer weiter, immer weiter, bis das hier voll ist. Was da? Ah, die, was da? Das da. Ja. Streng dich mal an hier. Aua. Los, Spiel! Mach ich ja schon. Los, Spiel, sagt er da zu mir, ey. Das wäre natürlich interessant. Ein zweites Stadtzentrum in die Nähe natürlich. Neunzehn. 20, 24. Dann müssten wir wieder so bauen, dass da viel außenrum passt. Dann bauen wir nämlich hier die komplette Stadt. Das macht Sinn. Zehn. Zwölf. So. Die Häuschen, die kriegen für Blumen, Algenplantagen, Tempel, Statuen. Ach nee, sind Schamanewurzeln. Achso, das Häuschen habe ich nicht genommen. Noch so ein Holzfällerchen.
Vielleicht irgendwo, irgendwo, anywhere. Hier oben gibt es ja quasi keine Punkte, keine Punkte, keine Punkte. Hier gäbe es 8. Sieben, acht. Da, 8. 8 sind gut. So. So, jetzt fragen wir uns, bauen wir eher das? Oder eher das? Hier gibt es 10, hier gibt es fette 20 Punkte. Was darf nicht in der Nähe stehen? Algenfarm, ja, und andere Fischer. Dann hier so hin. Zack. Und weiter geht's. Hütten oder Parkanlagen? Parkanlagen. Mögen keine Ziegelbrennereien, keine Holzfäller, keine Mühlen, keine Sägewerke, aber Brunnen, Statuen, Stadtzentren, Villenhäuser. Also total blöd hier. Können wir nicht machen, weil hier haben wir überall Holzfäller. Das heißt, wir nehmen uns eine Hütte. Und hier bauen wir weiter. 11, 18 Punkte. Zack. Die wollen keine Mühlen, keine Steinmetze, keine nichts, aber Statuen, Stadtzentrum frischer und Algenfarmen. Die könnte man hier so schön hinbauen. Vor allen Dingen auf dieses Stück, wo nichts hinpasst. Punkte. 16, 17. Punkte. Ich gucke gerade, ob es irgendwo mehr gäbe. Nicht so wirklich. Achtzehn, hier. Okay, weil ich diese Sachen nicht mitnehme. Okay, dann nehmen wir aber lieber hier so 18. Und so kleine Hütchen an der Seite ist doch auch immer was Schönes. So, jetzt überlegen wir mal. Also bevor wir die hier irgendwo hinklatschen, wo die ja nicht sonderlich viele Punkte kriegt, kriegt die natürlich hier enorm viele Punkte. So. So. Jupp, und dann. Neben Park haben wir ja gerade schon ausgeschlossen. Plateau, Stadtzentrum, Steinmetzer, Eigenplantagen, Statuen. Dann bauen wir uns ein Plateau. Hallo Joscha, guckst du zu? So. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben so viele kleine Häuschen, könnten weitere Hütten bauen. Die geben viele Punkte. Ganz klein und fein. Hier zum Beispiel eins hin. Wir bauen hier so eine Mini-Hüttenstadt. Könnt so überall Lücken füllen damit. Hier. So,
So, was haben wir denn noch? Wir hätten Algenfarmen. Boah, minus 50 Punkte. Goal. 10 Punkte. Die können eigentlich nirgendwo irgendwie was Sinnvolles abstauben. Das heißt, die bauen wir jetzt noch nicht. Wir bauen erstmal unsere Häuser weiter. Und zwar hier genau in die Mitte. Da passt doch der Boden jetzt noch rein, oder? Ja. Aber der Brunnen, wie ihr seht, der würde noch mehr Punkte kriegen. Das heißt, wir bauen den jetzt noch nicht. Stattdessen bauen wir noch einen Fischer. 17 Punkte, finde ich hier. Wäre gar nicht schlecht. 24 Punkte, das ist doch geil. Da haben wir den nächsten Fischer gebaut. Yeah. So, Sägewerke bringen uns ja so oder so viele Punkte. Das Plateau ist so ein bisschen. Wir haben hier Steinmetze. Eigenplantagen sind hier halt nicht auf der Seite. 20 Punkte. 18 Punkte. 22 Punkte. Hier bringt es deutlich weniger. Na, jetzt können wir hier nirgendwo hinsetzen. Wir setzen das hier schön ans Eck. So ganz bonsig. So, und zwar genau diese Lücke. Ach, das ist nicht schön, wenn man so auf Schönbauen steht. Dann haben wir jetzt gerade 4 erreicht. Ja, der Park. Nein. Ein Turm. Wir haben keine Tempel, wir haben aber Steinmetze. Wir haben keine Ballons, wir haben keine Stadtmauern. Häuser, Park, Statuen. Ja. Damit sind wir fein. Gucken wir uns nochmal den Brunnen an. Okay, das heißt, wir könnten da noch was hinbauen. Hier gibt es überall wenig Punkte. Na, wir müssen schon hier noch anbauen. 7, 11. 11 ist schon toll. Und hier... Oh ja, 16 Punkte. Perfekt. Dann ein Mini-Häuschen noch hier hin irgendwo. 17, 18... 18, 19. Hier in der Mitte wäre noch mehr zu holen. Wir könnten auch dieses ganze Plateau mit Mini-Häuschen zu klatschen. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir bauen die aber schön hier an den Rand. Weil da passen viele davon hin. Diese Mini-Häuschen sind echt praktisch. Die sind so voll der Lückenfüller. Wir haben noch ein drittes Stadtzentrum. Ich würde sagen, das bauen wir später. Langsam wird es mit den Schamanen auch schwieriger. Wo baut man denn hier Schamanen hin? Hier könnten welche hin. Die kriegen auch nicht so wirklich Bonuspunkte. Durch was kriegen die denn noch? Tempel, Blumen, Eigenplantagen. 9. Fünf. 10. 13. 13. So. Kluck. Wie spät haben wir es denn? Haben noch ein bisschen Zeit. Also, wenn wir jetzt ein Lager bauen anstatt einen Park, dann Goldminen haben wir noch nicht. Mühlen auch nicht. Fischer nicht. Steinmetze, Brauereien, Sägewerk, Algenfarmen. Lager braucht halt echt viel Platz, ne? So. Erst wieder mit der Algenplantage hier unten weiter an. 3 Punkte. 10. 10, 11, 11, 11, hier, zack. Oh, jetzt haben wir schon so viele Gebäude, ey.
Brauerei. Ich würde ja eigentlich gerne endlich meine. Kriegt die Brauerei Bonuspunkt durch den Hopfenfeld, Statue Algenfarm. Hm. Die olle Brauerei ist echt blöd. Die hat irgendwie nirgendwo so richtig Platz und die hat irgendwie nirgendwo so richtig Punkte, die sie generiert, weil man sie nicht aus Stein bauen kann. Verstehe gar nicht warum, die braucht doch nicht mal ein Feld. Naja, Gott. War's nicht. Das war Joscha, der hat die Tür. Joscha, du hast mich erschrocken. Tür hat dich erschrocken. Kriegt die Minuspunkte durch eine Brauerei. Naja. Dann bauen wir hier gnädig, wie wir sind, mal eine Brauerei hin. Und gucken mal. Goldmine Brauereien. Also 14, 15, 10. ...21... ...8... ...16... ...21. Lagern wir doch erstmal da unser Zeug ein. Dann wollen wir vielleicht mal Sägewerke. Es war so, dass die 25, 28, sodass die möglichst platzsparend am Rand sind, aber keine Bäume zerstören. Weil wir brauchen die Bäume ja noch für spätere Sägewerke logischerweise. Und damit hätten wir jetzt schon die neue Insel freigeschaltet. Hier wäre ein guter Spot. Kluck. Nächste Bauoption. Was hatten wir nochmal beim Zirkus gesagt? Statue und Häuser, aber keine Villen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hütte. Haus, Haus, Haus. Haus, Haus. Keine Wilder. Und kein Tempel. Na, dann bauen wir uns noch einen Zirkus. Weil den könnten wir jetzt hier irgendwo hinsetzen. Ja, und dann kriegt er ganz viele Bonuspunkte. Und dem stört es ja eh nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir den hier hinbauen, bauen wir noch Häuser. Für mehr Bonuspunkte. 16, 14... 16. Was sind hier zwei hintereinander hier hin? Ich probiere es aus. 17 sogar. So. Ich will 17 Punkte. Ich baue uns jetzt einen Zirkus, Joscha. Zu einem Zirkuszelt. Hallo? Du bist voll gemein, ey. Ich gehöre in den Zirkus, sagt er da. Ja, ich bin voll gemein. Oh, ich habe einen Kaffee gekriegt. Vielleicht ist er doch nicht so gemein. Ah! Ich werde gekitzelt. So, guck, wir haben es. Naja, weil die Folge ist fast zu Ende. Ich baue jetzt noch schön das Zeug, was ich hier schön sehe. Aber die Insel ist fertig. Ja, ich weiß, aber ich mache immer maximal, baue ich die Insel so lange aus, bis ich nicht mehr kann. Und man geht Game Over, wenn man das hier nicht freigeschaltet hat dann. Aber das ist halt ein guter Tipp, um mehr Punkte zu kriegen. Du erklärst mir jetzt am Ende der letzten Folge von unseres Let's Plays, wie das Spiel funktioniert. Ja. Das ist richtig, okay. Ja. Das ist natürlich für die Zuschauer sehr relevant. Die 80 Zuschauer finden es witzig. Die bisher durchgehalten haben. Ihr seid sehr tapfer, Leute. Ja, das ist ja wohl nicht langweilig. Das macht echt Spaß. Mit dir hier auszuhalten. Du bist voll gemein. Der wird mich gleich so haten, wenn wir gleich Sinking City spielen. Ja, ah, ja, da kannst du schön failen, ne? Ja, wir wechseln jetzt hier gleich aber die Plätze. Ja. Kannst gleich rüberrutschen, du. 32. Ich baue dir jetzt so ein schönes Zirkuszelt. Bitte.
Krieg denn jedes Haus? Haus. Das ist schade, dass man jetzt auf die Häuser nicht gehen kann, um sich das anzugucken. Punkte. Okay, wir brauchen ein erstes Zirkuszelt. Hier hin. Klack. Das sind Punkte. Wollen wir einen Park oder ne? Wir wollen auf jeden Fall die Goldmine. Was für eine Frage. So, ich ihr Lieben. Ich will Sinking City spielen. Ich will Sinking City spielen. Machen wir jetzt auch. Juhu. Wir gucken uns jetzt nur einmal noch diese Insel an. Also wie würde es jetzt hypothetisch weitergehen? Wir haben unglaublich gut Punkte gemacht. Wir könnten schon auf die Insel. Wir könnten uns hier schön die Goldmine aufbauen, den Juwelier. Wir haben hier unsere Stadt. Wir haben zwei Stadtzentren, wir haben sogar noch ein drittes. Wir haben ganz viel Brunnen, wo wir hier unglaublich viele Punkte außenrum machen können bei beiden. Wir haben den Turm, der einfach mal total krass Punkte generieren kann, wenn wir den irgendwann hier so in die Mitte bauen und das zwischendurch noch vergrößert haben. Wir haben unglaublich viel Platz. Das einzige Gebäude, was uns momentan ein bisschen gestört hat, ist die Brauerei, weil die ist irgendwie überflüssig. Die hat nirgendwo Pluspunkte generiert, weil man sie nicht auf Stein bauen kann. Ich wollte, dass sie hier von diesen Dingern Pluspunkte kriegt, aber es ist ja auch ein Learning. Genau, jetzt haben wir eigentlich einen guten Einblick gekriegt, wie dieses Spiel funktioniert. Es geht endlos weiter. Joshua, wenn nicht auf die nächste Insel klicken. Warum? Ich will wissen, wie die aussieht. Nein. Nein? Nein, auf keinen Fall, weil ich will das Spiel ja weiterspielen. Okay. Leute. Nein, es gibt also keine nächste Insel für Joshua, weil sonst töte ich Joshua. Und falls ihr davon dann doch mehr sehen wollt, ich sag ja, probiert es gerne aus, es ist nicht teuer. Oder sagt mir Bescheid, dann spiele ich irgendwann bestimmt nochmal mit euch zusammen die nächste Insel. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.